Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute meine 10 also nicht meine 10, also ich habe jetzt einfach 10 da ausgewählt. Und also ich werde euch meine 10 Herbst- und Winterjacke zeigen, die ich sehr, sehr gerne trage. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich einen neuen habe, dass der, wenn der jetzt so knallig ist, dass der natürlich einer meiner Lieblinge wieder wird. Aber ich werde das jetzt jedes Jahr machen, also wenn der Kanal natürlich so lange auch bleibt. Und werde das dann halt auch machen. Und dann halt immer so zeigen, bla und ja, also meine Lieblingsnagellacke, ne? Ja, dann fangen wir jetzt gleich auch mal an. Nämlich mit dem ersten, ich sag dann immer eine Kleinigkeit dazu, nämlich einmal diesen hier. Das ist der 17 Elegant. Und ich finde den super, super schön, weil das so eine Taubfarbe ist und sie hat so einen wunderschönen rosanen Schimmer. Könnt ihr jetzt gar nicht sehen irgendwie. Ja. Doch, jetzt seht ihr den, ne? Der hat so einen schönen Schimmer und ich trage die Farbe echt sehr gerne. Und das ist einer der ersten P2-Lacke gewesen, die wirklich sehr, sehr gut war. Entschuldigung, so. Natürlich, wo sie jetzt dieses neue Standardsortiment haben, finde ich, dass die Qualität auch viel, viel besser geworden ist. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, die Qualität hat sich von den Nagellacken auch nicht irgendwie verbessert. Ich finde, die hat sich sehr verbessert. Und ich mag diese Farbe echt sehr, sehr gerne. Und wenn die aus dem Sortiment genommen wird, würde ich mir auch noch ein Backup holen, weil ich die Farbe einfach wunderschön finde. Und für den Winter und für den Herbst habe ich mir auch wirklich sehr, sehr dezente Töne gehalten. So bin ich gehalten. Manche sind noch ein paar peppige dabei. Ich finde, nur weil es jetzt Herbst oder Winter ist, braucht man ja nicht gleich absteigen und nur noch schöne Brauntöne und so tragen. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz beruhigende Farbe und die gefällt mir echt gerne. Die könnte ich auch immer tragen, egal in welcher Stimmung ich jetzt gerade bin. Und da habe ich natürlich auch ein Swatch auf meinem Nagelrad. Und das ist jetzt diese hier. Und wenn ihr euch die mal daneben anguckt, die sehen sich jetzt vielleicht ähnlich. Aber der da, das ist der von Essence. Das ist der von Essence, die 27 Normal Drama. Und ich finde, die Farbe ist natürlich ein bisschen gräulicher als die. Das ist im Flieder. Und ja, die Farbe ist wirklich ganz, ganz toll. Und die ist auch noch im Sortiment drin. Ist irgendwie klar. Und wenn ihr die vielleicht auch haben wollt, könnt ihr euch die natürlich kaufen. So, dann kommen wir zur nächsten Farbe, die ich ja auch da drin reingetan habe. Auch wenn es die da nicht mehr gibt. Das ist eine wunderschöne Farbe. Ich bin nämlich auf dem Petrol-Trip und diese Farbe finde ich einfach super. Das ist so ein Blau-Grün, aber sehr, sehr schlicht gehalten. Also ich finde, man kann es tragen. Das ist in der Farbe 40 Goofy und wie ihr seht, ist schon sehr, sehr abgenutzt. Also von der Farbe und ich finde die Farbe einfach wunderschön. Und die Farbe ist einfach einzigartig. Also ich mag diese Farbe echt gerne. Wo ich beim E-Platz war, eigentlich so eine ähnliche Farbe gesehen habe. Ich habe mir die angeguckt und fand sie eigentlich sehr, sehr gleich. Wollte sie auch erst mitnehmen, aber habe mir gedacht, ich habe ja noch eine und von daher brauche ich die auch nicht. Aber die Farbe finde ich einzigartig. Das ist eine tolle Farbe, also das ist super. Die habe ich oben in meinem wunderschönen Blau- und Grüntön. Also diese Farbe ist das. Und ich finde sie super schön. Ne? Also ich finde sie einzigartig, also die ist doch echt berauschend, weil sie ist nicht blau, also nicht ganz blau und auch nicht irgendwie grün, also nicht nur grün. Sie ist halt so ein Mischmasch zwischen blau und grün, also finde ich ganz toll. Dann habe ich hier noch einen von Essence, den habe ich heute auch drauf, den habe ich erst seit heute, habe mich aber gleich in ihn verliebt. Das ist mein erster Braunton, das ist dieser hier, das ist die Nummer 40. Wie ihr vielleicht sehen könnt, der hat auch so grüne Schimmerpartikel, ne? Aber Leute, die seht ihr gar nicht. Also, auf den Nägeln seht ihr die gar nicht. Ich schätze mal, habe das drauf gemacht und habe mir gedacht, okay, wo sind die grünen Schimmerpartikel? Und ich glaube, ihr seht da auch nichts. Also, man sieht die fast gar nicht. Also, ich schätze mal, man wird die grünen Partikel nur in der Sonne sehen, aber sonst, glaube ich, nirgendwo wird man sie sehen. Aber die Farbe finde ich echt super schön. Hier ist nochmal die Farbe. Und ich finde die Farbe einfach einzigartig. Weil sie so ein schönes Schokobraun ist und weil man das Grün halt auch nicht so richtig doll durchsieht. Also ich habe mir gedacht, das sieht man schon ein bisschen mehr, aber scheint wohl nicht so zu sein. Und das ist jetzt diese Farbe. Kann man ganz gut sehen, glaube ich. Ne? So ein schönes dunkles Braun. So, jetzt muss ich mich anders hinsetzen. Okay, jetzt sehe ich aus, wie ich gleich abhauen, ne? Aber so ist bequemer. Also, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Farbe. Das ist nämlich diese Farbe aus dieser Demon Wanted LA, dieser Grauton in 055 Pocket Grey.
Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe, finde ich. Es ist wieder was ganz anderes als der Elegant, weil der Elegant ist ein ganz heller, was für Deutsch. Und dieser hat hier ist einfach, ist was anderes. Also ich kann euch die beiden hier mal nebenhalten, dann seht ihr, glaube ich, auch den Unterschied. Also man sieht, glaube ich, schon einen ganz großen Unterschied, dass das hier von der Essence LE viel, viel dunkler ist und das von P2 ganz hell ist. Und wenn man es, was man eben zu dem sagen wollte, ist, wenn ihr es ein bisschen schlichter bei dem haben wollt, könnt ihr eine Schicht drauf machen. Ich selbst mache jetzt immer zwei Schichten drauf, damit er auch wirklich deckend ist. Und finde ihn toll. So, aber bleiben wir bei dem. Die Farbe ist echt super schön für den Herbst, finde ich. Und weil sie so kühl ist. Und ich finde den Winter auch und den Herbst einfach ganz toll auch, weil ich finde, wenn man da einatmet, die Luft ist richtig schön kühl. Und im Sommer ist sie natürlich sehr, sehr stickig und warm. Und im Winter ist sie eiskalt. Und das finde ich einfach ganz toll. Also die Farbe, wenn ihr euch die auch gefällt, Essence hat so einen Standardsortiment. Das ist die Nummer 35. Also wenn ihr die auch toll findet. Also ich finde die Farbe einfach berauschend toll. Ganz toll. So, ein Swatch habe ich auch. Und ich bin mehr so der Grautyp als Schwarz, weil ich finde, Grau ist weiß und Schwarz gemischt. Und das ist ja grau, aber das ist halt so, das ist dunkel, aber noch hell. Also finde ich ganz toll, die Farbe. Also sehr schön. Dann kommen wir zur nächsten Farbe, in der ich mich ja gleich verliebt habe, wo sie ja leider aus dem Standardsortiment genommen wird. Ich glaube, ihr wisst schon, welche Farbe ich meine. Und das ist zwar diese hier. Das ist jetzt 20 Go Wild. Die wird leider aus dem Sortiment genommen. Die sieht immer leider aus lila, aber ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Das ist so eine schöne Farbe. Ich finde die so schön wegen die erinnert mich irgendwie so an Beeren und an Früchte noch. Und ich finde die ganz toll, die Farbe. Die ist einfach einzigartig. Und ich bin mit den Color & Go Lacken sowas von zufrieden, weil ich finde, diese Qualität von denen ist toll. Die haben ja leider nur 5 ml, aber ich finde, die halten auch ganz lange. Und ja, ich finde die Farbe einfach total toll. Sie erinnert mich, wie schon gesagt, mich an Beeren, an Früchte. Und das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Finde ich super. Ups. Und da habe ich natürlich auch einen Swatch. Nämlich diese Farbe ist das hier. Eine ganz, ganz schöne Farbe, finde ich. Also atemberaubend schön. Wird leider aus dem City genommen. Aber vielleicht findet man ja noch einen kleinen Dupe dazu. Schön, oder? Finde ich total klasse, die Farbe. So, dann kommen wir zur nächsten Farbe, die ich auch ganz schön finde noch. Auch weil sie ein bisschen knalliger ist als, glaube ich, die anderen Farben. Das ist nämlich diese Farbe, die 310 Farbe. Aber weil, ich habe die auch erstens auch genommen, weil sie eben so schön dunkel ist. Ich glaube, sie wirkt jetzt hier sehr, sehr hell, aber auf den Nägeln ist sie wirklich ganz, ganz dunkel. Und deswegen finde ich es auch schön, weil im Winter wird es ja schnell dunkel und am 31. Oktober werden die Uhren wieder umgestellt. Und deswegen finde ich die Farbe auch ganz toll, weil sie eben so dunkel ist und grün. Ja, weiß nicht, grün. Grün auch für die Tanne, finde ich. Die Tannen sind auch grün, also finde ich das eigentlich auch eine ganz gute Idee so. Und die Farbe ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann sie mir jeden ins Herz legen, wer so eine Farbe noch nicht hat. Und das ist wirklich so ein schönes Grün. Also hier nochmal die Farbe. Also ich finde die Farbe echt super, super schön. Ups, einfach nur toll. Dann habe ich noch eins. Das ist ein sehr, sehr dunkles Nachtblau. Ein Marienblau, das von Manette aus dieser Collection. Wie lange bleibt eigentlich diese Collection drin? Weiß das jemand? Das ist jetzt die Farbe 710 und wie ihr seht, das ist ein schönes, nicht glitzerndes Blau. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schön. Weil, wie schon gesagt, die Nacht ist immer, immer sehr dunkel und die Farbe ist irgendwie beruhigend. Und ich finde, ich meine, die Farbe kann ich immer dann fragen, wenn ich etwas trauriger bin oder so halt. Also, die finde ich echt auch ganz schön, aber ist halt ein bisschen traurige Farbe, finde ich. Also, ich finde, sie ist ein bisschen trauriger. Also, ich glaube, ihr könnt es hier auch ganz gut sehen. Die Farbe ist wirklich sehr traurig. Irgendwie, ich weiß nicht, die hat irgendwas Trauriges an sich. Aber, Swatch. Ich auch. Wahrscheinlich sieht es jetzt gleich aus wie schwarz, ist diese Farbe. Ich muss immer so machen, damit die Kamera sich schafft. Also, so ein schönes Blau. Richtig schön auch. Von der Qualität ein bisschen mangelhaft, aber dann habe ich noch einen. Das ist der aus Into the Wild, der 02 Zulu. Das muss ich mal hinsetzen. Das ist so ein mattes Braun. Also ich finde den irgendwie auch ganz toll. Also ich sehe nichts was anderes, ja auch ein Braun. Das ist halt nur so ein
etwas andere Farbe als das, die andere. Aber ich habe gerade gemerkt, ich habe eine Farbe vergessen. Aber ich mag die Farbe. Die passt irgendwie. Genau, jetzt weiß ich auch warum. Weil mein Ohr flackert gerade. Jedenfalls habe ich die Farbe auch einmal ausgewählt, weil ich finde, die Bäume sind ja auch, werden ja sind dann. Ja. Also ich finde, die Bäume werden ja dann langsam auch braun und orange und die Farbe ist auch leicht bräunlich und deswegen finde ich die Farbe auch ganz schön. Trage ich vielleicht auch nicht so oft die Farbe, aber ich finde sie eigentlich ich finde sie toll. Die ist ja matt und ist auch so ganz gut vom Auftrag und alles, lässt sich gut auftragen und ja, die finde ich einfach toll. Also ich mag die Farbe echt sehr, sehr gerne und ich mag auch dieses kleine Federchen, was hier drauf ist. Also finde ich echt süß gemacht, die kleine die Farbe. Da habe ich natürlich auch einen Swatch und dann sieht auch gleich, dass die matt ist, also die glänzt wirklich gar nicht. Das ist jetzt diese hier. Das ist so ein schönes, ja, topfarbenes Braun. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist eine richtig knallige Farbe, aber ich finde sie einfach total toll, weil wieder an Früchte habe ich mir daran gedacht. Und ja, die gibt es ja leider nicht mehr, die Farbe. Das ist 260 Sweet Raspberry. Das war eine meiner Lieblingsfarben. Ich glaube, das wisst ihr auch noch. Das ist so ein richtig schönes Himbeer-Beeren-Dings. Das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen den beiden. Weil der hat ja so einen kleinen lila Stich und der hat so ein Rot-Pink drinne und also ein bisschen anders. Aber die Farbe finde ich einfach auch super schön. Also leider gibt es sie ja nicht mehr. Aber ich schätze, irgendwo findet man die dann schon doch irgendwo mal wieder. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr einzigartig und finde sie sehr, sehr toll. Ein Swatch habe ich auch. Ich muss mir gerade überlegen, welche. Das ist jetzt diese Farbe hier. Könnt ihr die sehen? Also die hier, ne? Wie Gott flackert da. Ja, dann habe ich noch eine Farbe. Das ist jetzt diese, die ich mir selber gemixt. Und ich liebe diese Farbe. Die ist so, 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 so toll. Das ist so ein Blau mit so einem leichten. Das ist richtig toll. Das ist so ein Blau mit Grau und das ist so dreckig. So richtig cool. So. Ich finde das einfach toll. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist jetzt so, da gibt es auch noch ein extra Video zu. Also ich glaube, das wird auch eher hochgeladen. Also ihr habt es, glaube ich, schon gesehen. Und ja, also die Farbe habe ich selber gemischt. Und die finde ich super, super schön. Man braucht halt zwei Schichten, aber trotzdem ist es super, super schön. Und hier ist die Farbe. Also ist doch eine tolle Farbe, oder? Ich finde die Overburner. Also das ist wirklich so eine Farbe, die gefällt mir ähnlich gut. Und jo, also meine Lieben, das war dann jetzt auch mein Video mit meinen, ich hoffe meine 10, davon sind eigentlich meine 10, meine 10 Lieblings-Winter- und Herbst- und Winterfarben. Und ich hoffe, dass Sarah auch mitmacht, aber ich glaube, sie wird da auch mitmachen. Ist ja kein Tag jetzt besonders, aber ich dachte mir, ich könnte euch die mal zeigen, weil mich viele auch bei Funny Fun gefragt haben. Und ja, also meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, dass wir uns dann bald auch wiedersehen und bewertet, kommentiert und so weiter. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.